Hallo zusammen und herzlich willkommen im Westfälischen Kunstverein. Wir feiern immer noch und ongoing sozusagen jede Woche einmal den 190. Geburtstag des Westfälischen Kunstvereins. Und wenn Sie gute Adleraugen haben, dann sehen Sie schon, dass hier auch ganz feierlich neben dem stillen Rednerwasser ein Schlückchen Cremant steht, weil wir natürlich mit Petra Marx, unserer heutigen Referentin, schon angestoßen haben auf unsere wichtigsten und teuersten und grundsteinlegendsten Werke, über die sie heute sprechen wird. Petra Marx kennen Sie sicher eigentlich auch alle, deshalb ist die Bude auch heute so voll, das freut mich sehr. Ich darf mir aber trotzdem erlauben, Sie noch mal kurz formvollendet vorzustellen. Dr. Petra Marx ist seit 2005 wissenschaftliche Referentin für die Mittelaltersammlung des LWL-Museums für Kunst und Kultur. Sie wurde 2000 an der Technischen Universität Berlin zur sächsischen Stuckplastik des 12. Jahrhunderts promoviert und war von 2001 bis 2005 als Projektleiterin und Co-Kuratorin an der Kunst- und Ausstellungshalle in Bonn tätig. Ihre Forschungsschwerpunkte sind mittelalterliche Kunst aus Frauenklöstern, Schatzkunst, Tafelmalerei und Skulptur des 12. bis 15. Jahrhunderts. Für das Corona-Jahr 2020, da erinnern Sie sich sicher alle noch gut dran, hat sie die umfassende Ausstellung mit dem Titel Passion Leidenschaft, die Kunst der großen Gefühle, nebenan für das Museum erarbeitet. Und als ich das in deiner Vita gelesen habe, fiel mir das auch nochmal auf. Es war wirklich einfach nur 3 Wochen geöffnet. Ich hoffe, Sie haben es trotzdem alle geschafft, es mitzunehmen. Aktuell arbeitet Petra am Bestandskatalog der mittelalterlichen Skulpturen des Landesmuseums und bereitet für das Jahr 2022, was ja auch schon morgen ist, eine große internationale Ausstellung zum Mittelalter in Norddeutschland und Westfalen vor, mit dem Titel Barbarossa, die Kunst der Herrschaft. Anlässlich des 900. Geburtstags, also es gibt auch noch was, was älter ist als der Westfälische Kunstverein, des Stauferkaisers auf Schloss Kappenberg, wo der Kurator Herr Detlefs ist, und die eben auch hier in Münster stattfinden wird zusätzlich. Und das ist also das, was Petra eigentlich macht, aber außerdem freuen wir uns sehr, dass sie eben auch den mittelalterlichen Teil unserer Sammlung betreut und pflegt. Und da wird sie heute sprechen über WKV 1 bis 4 und das meint die Inventarnummern tatsächlich. Also sozusagen ganz die Beginne unserer Sammlung und da kann Petra mehr zu sagen als ich und wir freuen uns, dass sie hier ist. Und ich höre jetzt auf zu sprechen, erinnere Sie aber daran, dass Sie nächste Woche noch einmal wiederkommen dürfen zu uns, wenn nämlich Eline van Dijk, auch eine Kollegin aus dem Museum nebenan, sprechen wird. Sie ist dort für die Provenienzforschung zuständig und sitzt hier auch schon, hallo Eline, und wird uns dann berichten über ihre Erkenntnisse und auch noch Fragen, die offen sind. Das wird so ein bisschen eine Kriminalgeschichte, habe ich das Gefühl, eben über die Provenienz verschiedener Werke auch aus unserer Sammlung. Also in diesem Sinne, schön, dass Sie hier sind. Wir freuen uns auf dich, Petra. Ja, vielen Dank, liebe Christina, für die freundliche Einführung. Und ich freue mich sehr, dass ich heute Abend hier etwas beitragen kann zu Ihrem und zu eurem Jubiläum. Westfälischer Kunstverein ist natürlich, also wie gesagt, wie in der Ankündigung auch geschrieben, ohne den Westfälischen Kunstverein gäbe es unser Museum nicht und gäbe es vor allem die mittelalterlichen Tafelbilder nicht und ich wäre ohne Job sozusagen. Die Einladung, ich habe mich sehr darüber gefreut, also wir waren uns auch gleich einig, also WKV 1 bis 4, das klingt irgendwie so schon mal ganz gut und das sind auch einige der wichtigsten Werke aus der Gemäldesammlung in der Mittelaltersammlung. Und ich glaube, ihr wolltet mir das ein bisschen einfach machen, indem ihr mir das auch vorgeschlagen habt, weil es dann ja eigentlich darum gehen sollte, diese Werke vielleicht kurz, also auch wie sie zum WKV gekommen sind und so weiter vorzustellen, aber dann eigentlich über die Werke selber zu sprechen. Und das mache ich nicht. Also das mache ich heute nicht, weil ich festgestellt habe, als ich noch mal ein bisschen nachgelesen habe über die Situation, wie das Soester Antependium, was man da drüben auch schön sehen kann, WKV 1 in der Reproduktion und die zugehörigen anderen frühen Erwerbungen, wie die hierher gekommen sind, das fand ich dann so spannend, dass ich gedacht habe, man müsste einfach mal die ganze Geschichte erzählen, so richtig von vorne bis zum Ende. Also es wird jetzt nicht um die Werke selber gehen, die ich auch gleich vorstellen werde natürlich, erwarte jetzt nicht, wobei von den Kunstvereinsmitgliedern könnte ich das natürlich erwarten, dass sie jetzt wissen, WKV 1, WKV 2, 3, 4 und so weiter, sind auch alle mehr oder weniger hier abgebildet. Also es geht nicht darum, sondern es geht eigentlich um den Umgang mit diesen Werken in der Zeit, in der sie dann ins Museum kommen sozusagen oder erstmal in den Westfälischen Kunstverein und dann in das Museum des Westfälischen Kunstvereins.
Es geht also nicht um die Kunstgeschichte, sondern um die Museumsgeschichte, um die Sammlungsgeschichte. Und das ist etwas, was ich generell sehr spannend finde, sonst hätte ich, glaube ich, mich auch nicht mit so großer Begeisterung dann noch draufgestürzt. Ich hatte anlässlich meiner Doktorarbeit zu einem Werk aus dem Bode-Museum in Berlin auch schon mal die Gelegenheit, sammlungsgeschichtliche Hintergründe zu betrachten. Und in Münster habe ich das auch gemacht in Bezug auf die Glasmalereisammlung des Freiherrn vom Stein. Da kommen wir auch gleich noch drauf zu sprechen. Für die heutige kunsthistorische Betrachtung ist dieser Blick auf die Rezeption der Werke, wenn sie dann in den Sammlungen sind, unabdingbar. Und es ist eigentlich eine Binsenweisheit, dass Geschichte und Kunstgeschichte natürlich keine neutralen Wissenschaften sind, sondern geprägt vom Geist ihrer Zeit. Und das gilt natürlich auch fürs 19. Jahrhundert und für den Umgang des 19. Jahrhunderts mit dem Mittelalter. Ich hoffe also, dass Sie Lust haben, sich mit mir auf eine Reise durch das frühe 19. Jahrhundert zu begleiten. Und wenn die Zeit reicht, ich habe jetzt nicht mal hier eine Uhr oder sowas, ich hoffe, dass es mir irgendjemand ein Zeichen gibt, wenn es also eindeutig zu viel wird, dass Sie Lust haben, da mitzugehen. Und am Ende kommen wir dann auch, eben wenn die Zeit dann auch reicht, nochmal in der heutigen Gegenwart an. Ich möchte mich sehr herzlich bedanken bei meinem Kollegen Gerd Detlefs, der in letzter Minute mich noch unterstützt hat, das war gestern, also unserem Landeshistoriker, der die Archivalien zum WKV, weiß ich jetzt nicht, teilweise oder zu einem größeren Teil durchgearbeitet hat. Bei mir steht durchwühlt, also Herr Detlefs, Sie sehen es mir bitte nach, durchgearbeitet und der mir noch einige ganz wichtige und schöne und interessante Hinweise gegeben hat. So, jetzt kommt die Technik. Ja. Die erste Folie, die ich zeige, ist einmal ein Briefkopf des Westfälischen Kunstvereins, allerdings aus dem späteren 19. Jahrhundert und eben WKV 1, das sogenannte Soester Antependium. Und ich habe hier zwei Zitate einander gegenübergestellt, nämlich oben die Bewahrung und Erhaltung des Kunstbesitzes aus aufgelösten Kirchen und Klöstern der Provinz Westfalen ist die Aufgabe des WKV, der 1831 gegründet wurde. Und unten dann eine Beschreibung von 1822 zum Antependium, ein schon sehr beschädigtes, aber doch sehr wichtiges Bild echt byzantinischen Stils. Zitat Ende. Diese beiden Zitate umreißen die Zielsetzung des WKV bei seiner Gründung 1831, also eben die Bewahrung und Rettung und Erhaltung alten Kunst- und Kulturgutes. Und das andere ist aus einem Bericht, von dem ich gleich noch ausführlicher etwas zitieren werde. Ich mache einen kurzen Vorspann zur Mittelalter-Euphorie der Romantik, also des frühen 19. Jahrhunderts, als Kontextualisierung sozusagen der Entstehungsgeschichte des Westfälischen Kunstvereins. Und dann werde ich Ihnen die Gemälde, um die es jetzt gleich geht, also die frühen WKVs sozusagen, auch kurz vorstellen. Das Schicksal dieser Gemälde, so kann man nämlich sagen, steht beispielhaft für den Umgang mit alter bzw. mittelalterlicher Kunst im Lauf des 19. Jahrhunderts und für die große Bedeutung, die eben den bürgerlichen Gründungen wie dem Westfälischen Kunstverein, aber natürlich dem Altertumsverein Münster und Paderborn oder eben auch den Museen, die in dieser Zeit entstehen, für das heutige Museumswesen zukommen. Moment, jetzt bin ich schon... Okay, gut, also diesen Herrn kennen Sie wahrscheinlich alle. Karl Friedrich, Freiherr vom Stein. Ich bin jetzt in den Gefilden natürlich auch ganz stark von Herrn Detlefs unterwegs, habe mich aber selber eben auch mal mit der Geschichte seiner Glasmalereisammlung beschäftigt. Der Freiherr vom Stein kann als herausragende Persönlichkeit im Zusammenhang mit der Entdeckung und Erforschung des Mittelalters gelten. Und er ist ja so eine Art Gründungsvater des LWL. Und zwar einmal aus familiären Gründen, also ich gehe da auch gar nicht weiter drauf ein, weil er eben aus einem alten, Adelsgeschlecht stammt. Aber er war eben auch Historiker und auch nicht zuletzt bestärkt durch seinen westfälischen Wohnsitz auf Schloss Cappenberg kam eben diese Begeisterung fürs Mittelalter
dessen Geschichte ja bekanntlich eng mit dem Stauferkaiser Friedrich I. Barbarossa verbunden ist oder auch nicht bekanntlich. Also wir machen, Herr Detlefs und ich, wir machen, wie schon gerade erwähnt wurde, nächsten Jahr eine große Ausstellung zu Barbarossa, zu seinem 900. Geburtstag und werden dann zum ersten Mal den sogenannten Barbarossa-Kopf, den die meisten von Ihnen wahrscheinlich kennen werden, nicht mehr als solchen zeigen, sondern eben als das, was er eigentlich, es ist jedenfalls aus meiner Sicht ein Johannes-Reliquiar. Auf dem Gemälde, was Sie hier sehen, also diesem Ausschnitt, hat sich der Freiherr vom Stein, also in einer historischen Szene, das ist der Tod Barbarossas 1190 selber, als Begleiter des Kaisers dargestellt. Der Freiherr vom Stein, ich glaube, das sind schlechte Abbildungen, das tut mir leid, das hatte ich vorher nicht gesehen, dass die so schlecht aufgelöst sind. Freiherr vom Stein hatte Kontakt mit Goethe und hat mit ihm 1815 eine wichtige Reise nach Köln unternommen, wo die beiden dann den ja eben so unfertigen Dom gesehen haben, wie sie ihn hier sehen können. Und seit dieser Reise, die war wichtig eben auch für Goethe, hat er seine Aufmerksamkeit auch dem Mittelalter zugewandt und nicht nur der Antike und Italien, um es jetzt mal ein bisschen vereinfacht zu sagen. Gemeinsam haben sie, und das ist auch ganz spannend, also Goethe und Stein haben in einer Privatsammlung in Köln diese berühmte Schale erworben. Das ist also die sogenannte Taufschale Barbarossas, um die es auch gehen wird in unserer Ausstellung. Und im Jahr 1816 erschien dann auch die Denkschrift über Kunst und Altertum in den Rhein- und Main-Gegenden von Goethe, der sich daraufhin auch für die Unterstützung des Dombaus als nationale Aufgabe eingesetzt hat, also für die Vollendung des Dombaus. Und wie Sie auf der nächsten Folie sehen können, in dieser Zeit wird die eigentliche französische Gotik, der Stil des in den Befreiungskriegen besiegten Erzfeindes Frankreich, zum nationalen deutschen Kunststil. Und dazu passt auch, dass der Freiherr vom Stein 1819 eben in Nassau, in seinem Stammschloss, diesen kleinen neogotischen Turm hat errichten lassen, in den er dann eben seine mittelalterliche Glasmalereisammlung unter anderem aus Arnstein an der Lahn, aber auch aus Köln. Und diese beiden Glasmalereien sind bei uns in der Sammlung, sind aus Köln, hat einbauen lassen. Also das soll jetzt praktisch nur so ein bisschen kurz umreißen, in welcher Zeit, in welcher Atmosphäre wir uns befinden. Und es gibt dazu zwei Bücher, wo man das nachlesen kann. Einmal ein Patrimonialheft zur Glasmalereisammlung des Freiherrn vom Stein von 2006. Das war das Jahr, als wir die Glasgemälde kaufen konnten. Und das zweite ist ein Band zum 100. Jubiläum 2007-2008, ein Sonderband der Zeitschrift Westfalen, wo unter anderem Gisela Weiß, die schon lange Professorin für Museumskunde in Leipzig ist, einen Aufsatz auch geschrieben hat zur Geschichte der Mittelaltersammlung unseres Museums. Ja, und wenn ich Ihnen erklären möchte, warum diese Gemälde WKV 1 bis 4 oder 5 oder, ja 5 ist es nicht, aber 6 dann wieder, so eine große Bedeutung haben, da muss ich auch kurz was zu Soest sagen. Sie kennen sicher alle die wunderbare mittelalterliche Stadt Soest, die noch heute dieses wunderschöne altertümliche Erscheinungsbild zeigt. Sie war im Mittelalter eine der reichsten Städte, reicher und bedeutender als Dortmund, auch als Handelsstadt, und hat ihre Bedeutung eigentlich erst nach der Soester Fehde, also um die Mitte des 15. Jahrhunderts, verloren. Und diese Bedeutung können Sie, glaube ich, auch ganz schön ablesen an dieser Darstellung mit den unzähligen Kirchtürmen, St. Patrokli, St. Petri, die Hohne Kirche, die Wiesenkirche und so weiter. Und der Kunstreichtum der Stadt muss wirklich unglaublich gewesen sein. Ich zeige Ihnen einfach mal exemplarisch zwei Beispiele aus St. Patrokli. Einmal Wandmalereien, also so eine Apsisausmalung mit Maria und dem Kind, und auf der anderen Seite Glasmalereien des 12. Jahrhunderts, die wir übrigens auch für diese schon erwähnte Barbarossa-Ausstellung dann gerne hierher ausleihen möchten. Ganz kurz ein paar Zahlen und Fakten zum Walburgisstift. Es wurde gegründet durch den Kölner Erzbischof Reinhard von Dassel 1166. Die Gründungsausstattung erfolgte wahrscheinlich durch Philipp von Heinsberg, also seinen Nachfolger im Amt, und vermutlich ist das auch die Entstehungszeit des Soester Antependiums. Die Kirche wurde in der Soester Fehde zerstört, dann wieder neu aufgebaut in den Stadtmauern,
1812 wurde dieses Stift, Augustiner Chorfrauenstift, aufgehoben und 1879 wurde die Stiftskirche abgerissen, sodass man heute von diesem alten Ort eigentlich gar nichts mehr erhalten hat. Ja, und hier sehen wir einmal, und da können Sie es mit der Reproduktion sozusagen vergleichen, einmal eben dieses sogenannte Soester-Antipendium. Ich komme gleich nochmal drauf zu sprechen. Und der Hinweis auf unsere Ausstellung Barbarossa, die Kunst der Herrschaft, wo es dann darum geht, eben auch dieses Tafelgemälde in seiner politischen Bedeutung als möglicherweise Kölner Stiftung nach Soest, als eben Soest noch unter Kölner Herrschaft stand, darzustellen. Und was uns dann auch wichtig sein wird, aber das sind jetzt eben genau die Sachen, die ich hier nicht weiter ausbreiten werde, das sind dann auch zum Beispiel diese stilistischen Bezüge zwischen den Soester Tafelmalereien, also zwischen dieser Soester Tafel und den Glasmalereien aus St. Patrokli. Und Sie sehen hier den Kopf des heiligen Augustinus im Vergleich mit einem ebenso, also auch motivisch eben sehr nahestehenden, bärtigen Mann aus den, von den Glasmalereien. Ja, und hier sind sie jetzt also alle diejenigen Gemälde, die aus der Walburgiskirche hierher in den Westfälischen Kunstverein gekommen sind, und zwar 1835. Das sollte ich vielleicht auch noch einmal dazu sagen. Also Sie sehen oben Soester Antipendium, dann sehen Sie daneben, das sind Tafeln vom Meister von Lisborn. Die lasse ich jetzt komplett außen vor. Also ich beschränke mich im Grunde genommen gleich nur auf drei Dinge. Unter dem Antipendium sehen Sie die zwei schönen kleinen Tafeln von Konrad von Soest. Dann, ich habe es hier gerade auch schön in Farbe gesehen, hier nochmal zwei Tafeln aus dem 15. Jahrhundert mit zwei Stiftern. Darunter dann ganz groß ein Retabel mit dem Marientod, also dieses ganz große hier unten. Und auf der rechten Seite dann die sogenannte Fürbittetafel. Und diese, genau, die haben jetzt die Nummern WKV1 bis 4. 14 bis 16 und 22 und 23. Und die Angaben in der Literatur, wie viele Werke das sind, schwanken immer zwischen 5 und 6. Also ich habe jetzt 6 Werke und 10 einzelne Tafeln gezählt. Ja, und nochmal, damit man das einfach nochmal besser sieht, das WKV1 ist diese Altartafel aus der Zeit um 1180-1200, also steht eben im Zusammenhang mit der Gründung wahrscheinlich des Walburgisstifts, und Sie sehen in der Mitte Christus als Weltenrichter, also in einer Mandorla thronend, umgeben von den 4 Evangelisten. Und dann von ihm aus gesehen, also vom Bild aus gesehen, heraldisch rechts zunächst Maria mit den 7 Gaben des Heiligen Geistes, und die Frau dann anschließend ist die heilige Walburga, also die Stiftspatronin, und auf der anderen Seite sind dargestellt Johannes der Täufer und Augustinus. Walburga ist wie gesagt die Stiftspatronin, Augustinus ist derjenige, nach dessen Regeln dieser Frauenkonvent gelebt hat. Ich wollte noch kurz vielleicht erklären, diese Geschichte Retabel und Antipendium. Ich hoffe, dass Sie, das ist jetzt ein willkürlich aus dem Internet gefischtes Bild, eine sogenannte Gregorsmesse, also Christus erscheint dem zelebrierenden Priester hier, aber Sie können sehen, auf der Altarmensa steht ein Retabel, von Retabulum oder Retrotabulum, also eine Tafel, die auf diesem Tisch steht. Und was es hier jetzt nicht gibt, aber das können Sie trotzdem, glaube ich, ganz gut erkennen, der Ort des Antipendiums wäre vor dem Altartisch. Also das ist der Unterschied. Altar, Retabel auf dem Altar, Antipendium vor dem Altar. Und wie wir heute wissen, und das müssen Sie einfach jetzt so akzeptieren, weil ich es nicht weiter ausführe, ist unser Soester Antipendium kein Antipendium, sondern eine Altartafel und wird auch entsprechend präsentiert. Das nächste, also WKV 2 und 3, sind diese beiden Tafeln von Konrad von Soest, dem bedeutendsten westfälischen Maler in der Gotik, Dorothea und Odilia. Auf der Rückseite, später bemalt mit so einer auch Gregorsmesse, die man nur schlecht erkennen kann. Und wahrscheinlich dienten diese beiden Tafeln in einem Tabernakel als Verschluss, also die waren zu klappen, und dort befand sich ein verehrtes Marienbild, ob aus Holz oder aus Edelmetall, wissen wir nicht. Also das wäre der ursprüngliche Zusammenhang gewesen.
Und als letztes, das ist 4WKV, eigentlich ist 4WKV die richtige Bezeichnung, das heißt nicht WKV4, sondern 4WKV, ist eine Fürbittetafel, mit der ich mich auch schon mal sehr intensiv beschäftigt habe. Also Maria bittet um Gnade für die Insassinnen sozusagen, dieses Augustiner Chorfrauenstifts. Und man sieht wieder zu beiden Seiten, ich hatte gerade erwähnt, bei der älteren Tafel Augustinus, Walburga und so hier auch zu sehen. Und das könnte ein später entstandenes, also das ist aus der Mitte des 15. Jahrhunderts, ein entstandenes Hochaltarretabel sein, für immer noch für dieselbe Kirche. Man kann sich ja heutzutage gar nicht mehr vorstellen, wie viele Altäre und auch Altarbilder es ja in diesen Kirchen gegeben hat. Also wundern Sie sich nicht über diese große Anzahl. Ja, und damit komme ich jetzt zu dem eigentlichen Hauptteil meines Vortrags. Ich habe einfach geschrieben, wie und warum sind eben diese Soester-Gemälde nach Münster gekommen. Die Gründung des Westfälischen Kunstvereins fällt in das Jahr 1831, also kurz nach der Entstehung der Kunstvereine in Düsseldorf und Köln. Und man verfolgt drei Ziele. Das wissen diejenigen, die hier im WKV tätig sind, sicher auch so. Aber ich betone es jetzt einfach nochmal. Und vor allem eben auch, also man will Künstler fördern, man will Kunstwissen vermitteln. Also es gibt eine Schule auch, eine Zeichenschule. Und das, was für mich jetzt wichtig ist, ist eben die Bewahrung und Erhaltung des Kunstbesitzes aus aufgelösten Kirchen und Klöstern der Provinz. Das war auch dieses Zitat, was ich Ihnen am Anfang gezeigt habe. Es gab eine erste Ausstellung schon 1832 und 1836 ist ein wichtiges Datum, weil der Kunstverein ein eigenes Ausstellungslokal bezieht, das ich Ihnen auch noch gleich zeigen werde, den alten Stadtkeller, ein Renaissancebau. Dieses Gebäude wurde allerdings dann 1902 abgebrochen und ich komme eben, wie gesagt, nochmal drauf zurück. Der Umzug ins Landesmuseum erfolgt im Jahr 1908 und Sie wissen ja, dass es diesen Vertrag gibt zwischen dem Museum und dem Kunstverein, dass die entsprechenden Werke im Besitz des WKV bleiben, aber eben als Leihgaben bei uns ausgestellt werden und ein Großteil, es ist vielleicht überflüssig zu sagen, ein Großteil der ausgestellten Mittelalterkunst gehört dem Westfälischen Kunstverein. Das ist natürlich ein wichtiges Faktum. Jetzt komme ich zu den handelnden Personen. Ich bin nicht so bewandert im preußischen Verwaltungswesen. Da erwarte ich dann eventuelle, weiß ich nicht, möglicherweise Korrekturen noch. Ich möchte darauf hinweisen, dass in dieser Zeit eigentlich ein Kultusministerium entsteht erst zu dieser Zeit, 1817, und Karl vom Stein zu Altenstein ist der erste Kultusminister. Ab dann gibt es eigentlich erst eine Kulturpolitik in Preußen. Und Ludwig von Vincke, der hier auch sehr bekannt ist, war der Oberpräsident der Provinz Westfalen, auch sehr kunstinteressiert und kunstbeflissen. Ich gehe jetzt zeitlich nochmal zurück ins Jahr 1821. Da erging nämlich der Auftrag von Hardenberg an die drei Provinzialregierungen in Westfalen, Denkmälerverzeichnisse zu erstellen, die 1822 abgeschlossen wurden. Also erst durch diese Denkmälerverzeichnisse 1822 ist man natürlich jetzt auf die ganzen auch vernachlässigten Kunstschätze in den hiesigen Kirchen aufmerksam geworden. Im Frühjahr 1822 schreibt von Vincke an den Minister Altenstein wegen zu begutachtender Altarbilder aus Dortmund und Werne. Daraufhin beauftragt der Minister Altenstein Peter Cornelius, ein Nazarenermaler und Direktor der Düsseldorfer Kunstakademie, mit der Reise an diese beiden Orte, um die Werke zu prüfen, ihren Zustand und ob man sie für das Museum, und zwar in Berlin, erwerben könne. Was Sie jetzt hier sehen können, ist also Peter von Cornelius, der Präsident der Kunstakademie, und ein Gemälde, was die Kunstakademie zeigt. Peter Cornelius ist in den Osterferien 1822, also so kann man das nachlesen, nach Soest gefahren, auf eigene Faust, weil es in der Nähe von Werne liegt, und sein Schwager habe ihn auf die in den Soester Kirchen bedeutsamen Gemälde aufmerksam gemacht. Und jetzt kommen eben diese Stellen, diese auch längeren Stellen zum Teil, die ich jetzt eben
gerne auch zitieren möchte, wo Sie sehen oder eben hören können vor allem, wie die Gemälde, in welchem Zustand die sich befanden und wie das eben gesehen und eingeschätzt wurde. Und das Zitat fängt jetzt an. In der Stiftskirche zu Soest fand ich einige recht alte Bilder von großem Werte für die Kunstgeschichte. Dazu muss man sagen, Kunstgeschichte ist in ihren Anfängen, gibt es eigentlich noch gar nicht so richtig. Auf dem Chore hängt rechts an der Wand ein Bild, welches den Tod der Maria als Hauptvorstellung enthält. Das war das große, was eben auf der Folie war. Dann rechts die Anbetung der heiligen Könige, links die Verkündigung der Maria. Oben auf dem Chore, unter dem Turme, ist ein kleiner Altar, dessen Antependium ein schon sehr beschädigtes, aber doch sehr wichtiges Bild echt byzantinischen Stiles enthält. Es stellt in der Mitte Christus, rechts den heiligen Johannes und Nikolaus, also falsch statt Augustinus, die heilige Maria und die heilige Walburgis alle in Nischen dar. Und dann werden noch weitere Bilder beschrieben. Sie haben ja gesehen, das ist eine größere Zahl, also ich versuche jetzt auch mal was auszulassen. Dann erwähnt er noch die beiden äußeren Stellen, die heiligen Dorothea und heiligen Odilia vor, zwei Figuren von schönem alten Stile, der viel Ähnlichkeit hat, und jetzt kommt das Überraschende, mit den Meistern des Fra Fiesole. Alle diese Bilder befinden sich in einer aufgehobenen Stiftskirche und also wohl landesherrliches Eigentum, müssen recht bald vor weiterer Zerstörung, als sie jetzt schon gelitten haben, geschützt werden. Also Fra Fiesole, damit ist Fra Angelico gemeint, und ich habe mir vorhin dann mal erlaubt, tatsächlich eine Folie zu machen, weil ich das ganz interessant fand, dass also Konrad von Soest jetzt mit Fra Angelico verglichen wird. Das hat natürlich was mit dem internationalen weichen Stil zu tun, da könnte man noch mehr dazu sagen, aber es ist eben vor allem deswegen interessant, weil einfach die italienische Malerei der Renaissance die angesagte Kunst war in dieser Zeit. Cornelius hat übrigens in seinem Bericht als guter Staatsbeamter angemerkt, auf dieser Reise habe ich 37 Dreiviertel Postmeilen zurückgelegt und 5,5 Tage zugebracht. Das waren also die ersten, ich habe Dienstreiseabrechnungen. Wir haben ja öfter die Freude damit. Er äußert gegenüber Eurer Exzellenz den Wunsch, das, also gegenüber Altenstein, dass zuvörderst in Düsseldorf eine besondere Sammlung von den Bildern angefangen würde, welche in dieser Gegend entstanden sind. Also Ambitionen aus dem Rheinland auf die westfälischen Kunstwerke gibt es in diesem Zusammenhang auch mit der gescheiterten Gründung des Schwestermuseums in Bonn. Aber da gehe ich auch nicht näher drauf ein. Jedenfalls wird der Wunsch von Peter Cornelius nicht erfüllt. Und Altenstein schreibt, als Entschädigung dafür, dass Cornelius nichts von all den gewünschten Kunstwerken erhielt, überwies ihm Finke im Jahr 1824 das kleine Madonnenbild von Jan Gossard, bis auch dieses trotz eifrigen Protestes in Düsseldorf 1834 nach Münster an den Kunstverein kam. Da unten ist es auch abgebildet. Also eine kleine Anekdote. Ich gehe chronologisch weiter vor, also wir sind immer noch im Frühjahr 1822 und ich zeige Ihnen jetzt die zweite Stiftskirche von St. Walburgis, also die in der Stadt stand, die 1822 in ein Kornlager umgewandelt worden ist, das sieht man auf diesem Bild, und 1879 abgerissen worden ist. Nach einer Besichtigung und Würdigung der Gemälde in der Stiftskirche, eben durch Cornelius, den Direktor Cornelius, das ist der Bericht vom 20. April 1822, bekam der Soester Domänenrentmeister Vosfeld von der königlich-preußischen Regierung in Arnsberg den Auftrag, die in der Walburger Stiftskirche befindlichen, für die Kunstgeschichte merkwürdigen alten Gemälde an den Kirchenvorstand der Wiesenkirche gegen Empfangsschein verabfolgen zu lassen, damit sie daselbst aufgestellt und bewahret werden können. Und von sowas kann man natürlich keine Bilder zeigen. Ich zeige Ihnen einfach mal die bekannte St. Maria zur Wiese in Soest. 1823 sind also die Gemälde, die ich alle aufgezählt hatte, dorthin gelangt. Und dann wird also die Übergabe angeordnet und dann hört man erst mal 10 Jahre nichts über diese Gemälde, also bis 1833. Es scheint allerdings so, dass aus der Walburgiskirche die Gemälde
im wortwörtlichen Sinne vom Regen in die Traufe gekommen sind in der Wiesenkirche. 1833 beschreibt der Kirchenvorstand der Wiesenkirche alle 5 Werke mit der Anmerkung, Zitat, sie sind seit 10 Jahren hinter dem kleinen Altar rechts aufbewahrt, weil kein besseres Lokal in der Kirche aufzufinden gewesen und sind ihrer baldigen Zerstörung gänzlich nahe. Und im Dezember 1833 schreibt wieder von Finke, Zitat, ich habe in Erfahrung gebracht, dass einige Gemälde aus der St. Walburgiskirche in die Wiesenkirche gebracht und hinter dem Altar in einem Haufen aufgestellt, hier aber dem völligen Verderben preisgegeben sind. Es soll nämlich durch ein schadhaftes Fenster über dem Standort der Bilder eingedrungener Regen die Bilder durchnässt haben, sodass namentlich ein Bild den Salvator darstellend beinahe gänzlich verdorben sei. Also dieses Wort verdorben, ganz verdorben, das begegnet einem dann in diesen Berichten immer wieder. Gegen diesen Vorwurf wehrt sich der Pfarrer der Wiesenkirche und er antwortet im Februar 1834, dass wir dieselben Gemälde Hochdero Befehle zufolge mit Papier überklebt und sie in einem unbenutzten, mit einem hohen Gitter versehenen Kirchenstuhle aufbewahrt haben. Da gucke ich jetzt mal unsere Restauratorin ganz scharf an. Das ist genau, das war etwas, was dort empfohlen wurde zur Sicherung der Malschichten. Genau, und das gibt es ja heute auch noch, das kennen wir ja auch von unseren Gemälden im Depot, genau. Übrigens erlauben wir uns gehorsamst zu bemerken, dass die Gemälde schon in der Stiftskirche, wo sie zum Teil zu höchst unpassenden Zwecken gedient haben, so beschädigt waren und dass solches, während sie in unserem Besitze sind, nicht geschehen ist. Zitat Ende. Genau zu diesem Zeitpunkt, also im Februar 1834, kommt jetzt noch eine andere Person und ein anderes Dokument ins Spiel. Und zwar erhält der Minister Aldenstein einen Bericht von Gustav Friedrich Wagen über einen Besuch in Soest eben 1834. Die Reise von Gustav Friedrich Wagen durch Westfalen und seine Vorschläge für die Denkmalpflege kann man entnehmen, den Akten im Geheimen Staatsarchiv in Berlin-Dahlem. Und er wurde also von Aldenstein auf den Weg geschickt, einmal um nach Paris das neue Kupferstichkabinett zu besichtigen und dann ferner den Bestand an älteren Gemälden während seiner Reise zu studieren, um eine nähere Bestimmung mancher Bilder in der Gemäldesammlung des Königlichen Museums zu ermöglichen. Also eine nähere Bestimmung heißt, er sollte tatsächlich kunsthistorisch arbeiten, er sollte, wenn ich das richtig verstanden habe, versuchen, Bilder, die sich dort schon befanden, besser einzuordnen. Und damit kommen wir natürlich jetzt zu einem wichtigen Punkt, nämlich die Anfänge der Museumsgeschichte in Berlin. Und zwar mit dem, was heute Altes Museum heißt, ist ja das erste Museum gewesen auf der Berliner Museumsinsel, gebaut von Karl Friedrich Schinkel von 1823 bis 1830. Also wir bewegen uns immer genau parallel zur selben Zeit. Hier sehen Sie Gustav Friedrich Wagen in einem Gemälde. Er war der erste Direktor der Gemäldegalerie im Schinkel-Museum von 1830 bis 1864. Und was Sie auch nicht richtig sehen können, eigentlich gar nicht wahrscheinlich, das ist seine Dissertation über die Gebrüder van Eyck. Also war eine der ersten kunsthistorischen Doktorarbeiten. Wagen gehörte in Berlin der Kommission an, die für die Einrichtung des neuen Museums, eben für das alte Museum, zuständig war. Den Bericht seiner Reise hat Wagen auch im Februar 1834 abgeliefert. Und er ist insofern von herausragender Bedeutung, als er nicht nur den Beginn der Kunstgeschichte markiert, also Stilvergleiche, sondern eben auch die Denkmalpflege. Und jetzt kommt was uns auch nicht so gut gefällt aus heutiger Sicht. Er macht nämlich einen Unterschied zwischen der Rheinprovinz und der Provinz Westfalen. In der Rheinprovinz sieht es anscheinend irgendwie besser aus. Und ich zitiere wieder Wagen von 1834. In der Provinz Westfalen ist dagegen der Zustand der Kunstdenkmale mit wenigen Ausnahmen höchst beklagenswert zu nennen. Nachdem noch in den letzten Dezennien an alten Bauwerken, Skulpturen und Gemälden unsäglich viel Wertvolles und Merkwürdiges zerstört, verdorben oder verschleppt worden, wird darin jetzt mit großer Lebhaftigkeit fortgefahren, sodass, insofern nicht durchgreifende Maßregeln ergriffen werden, diesem Unwesen zu steuern, in wenigen Jahren der Untergang der noch übrigen Reste von Werken bildender Kunst mit Sicherheit vorauszusehen ist. Und dann geht es noch weiter, jetzt speziell zu Soest.
Zu Soest werden seit einigen Jahren mehrere Gemälde, also seit einigen Jahren heißt jetzt in dem Fall seit genau, ja, mehr oder weniger 10 Jahren, also seit 1823, mehrere Gemälde aus der Kirche des vormaligen Klosters der Heiligen Walburgis in der Kirche Maria ad Prathum, also in der Wiesenkirche, aufbewahrt, welche zu den merkwürdigsten gehören, die mir in Westfalen untergekommen sind. Das eine derselben, in der Mitte der Segne Christus, zu dessen Seiten Johannes der Täufer, Nikolaus, Augustinus, die heilige Walburga und eine andere Heilige, das fand ich auch interessant, die hat er nicht erkannt, das ist Maria, ist das älteste Staffeleigemälde, so mir je in Deutschland untergekommen, in dem es nach Auffassung und Technik spätestens aus der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts herrührt. Das finde ich schon sehr beeindruckend. Wir sind also 1834 und das eher, also zielsicher sagt, das ist das älteste Tafelbild nördlich der Alpen, was wir ja bis heute noch so sehen und wissen, fand ich schon beeindruckend. Dann gibt es noch andere höchst beachtenswerte Bilder. Noch vor 2 Jahren waren diese Denkmale ganz erhalten, nachdem es aber im vorigen Jahr vielfach darauf geregnet, sind sie mehr oder minder ruiniert. Besonders konnte ich jenes älteste Bild, ein wahres Unikum, was am meisten gelitten hat, nicht ohne lebhaften Schmerz betrachten. Und zwar umso mehr, als mir der Gerichtsassessor Dreckmann, welcher allein in Soest ein ernsthaftes Interesse für die Altertümer seiner Vaterstadt hat, erzählte, wie er lediglich, um dieses Gemälde dem Untergange zu entreißen, mit der Kirchenbehörde übereingekommen sei, sie käuflich zu erwerben, dieses aber bestimmt von der Regierung in Arnsberg abgeschlagen worden sei, ohne dass sie indes das Minister auch nur für die bessere Aufbewahrung der Gemälde verfügt hätte. Also ist ganz klar, darum geht es auch öfters, die Gemälde sind Staatsbesitz, die können nicht einfach verkauft werden. Zu Münster äußert sich dann Wagen noch drastischer. Zitat: Betreffen diese Beispiele nur Schädigungen durch gut gemeinte Unkenntnis oder durch Vernachlässigung, so hat Münster Fakta aufzuweisen, welche sich würdig an verabscheutes Zerstören der Wiedertäufer und Bildstürmer einreiht. Und er spricht dann sogar von Vandalismus. Und am Ende gibt es dann eben einen Passus über die Forderung nach einer staatlichen, also preußischen Denkmalpflege, die ich aber natürlich jetzt hier an dieser Stelle einfach unterschlage. Und dann kommt es zum eigentlich entscheidenden Briefverkehr. Alles findet alles im Februar 1843 statt, dass nämlich der Pfarrer Henssen sich einverstanden damit erklärt, Zitat jetzt, er sagt das natürlich anders, Zitat, dass wir nicht abgeneigt sind, dieselben Gemälde verkäuflich abzustoßen. Es sei denn, dass die lang ersehnte Wiederherstellung respektive Vollendung unserer Kirche durch die Gnade seiner Majestät des Königs zur Ausführung käme. Dann mögte sich freilich eine passende Anwendung in unserer alten prachtvollen Kirche finden. Gemeint ist die Wiesenkirche. Also da kommt natürlich jetzt etwas zur Sprache. Das ist immer die Frage nach dem Geld zur Restaurierung, Renovierung der Kirchen und mit seiner Majestät der König ist in dem Fall noch Friedrich Wilhelm III. Gemeint, aber der Kronprinz, der spätere Friedrich Wilhelm IV., der Romantiker auf dem Königsthron, hat sich ja dann sehr eingesetzt, gerade auch für die mittelalterlichen Denkmäler. In der Zeit haben nämlich der Vorstand, also zu dieser Zeit haben der Vorstand des WKV, und da muss ich mich jetzt entschuldigen, weil ich die handelnden Personen da nicht so gut kenne, also Alexander Heindorf ist mir noch durch Herrn Detlefs nahegebracht worden, einen Antrag gestellt, die erwähnten Gemälde aus der Wiesenkirche für das geplante Museum in Münster zu erhalten. Und zwar schreibt Finke an die Regierung in Arnsberg auf Antrag des Kunstvereins, Zitat, der mit höherer Genehmigung zusammengetretene Westfälische Kunstverein, dem die hiesige Stadt ein öffentliches Gebäude zu einem Kunstmuseum überlassen hat, das ist dann dieser Stadtkeller, wünscht die Überweisung jener Gemälde an dieses Museum. Da er die Restauration derselben durch einen sehr sachkundigen Maler veranlassen würde, also der Verein, die Gemälde auch sonst nirgends besser aufbewahrt und benutzt werden könnten als in einem solchen Museum, das Eigentum des Staates an selbigen überdies auch immer gesichert bliebe, so erscheint dieses Gesuch alle Berücksichtigungen zu verdienen. Zitat Ende. Und im November schreibt dann die Regierung an den Vorstand der Wiesenkirche, dass das Oberpräsidium, also das ist wieder Finke, Zitat, die Überlassung jener Gemälde an das Museum wünsche.
Dann war auch die Genehmigung des Ministeriums, also von Altenstein, eingeholt worden. Und dadurch wurde genehmigt, dass die mehr gedachten Gemälde dem Kunstverein zu Münster zur Aufstellung und Aufbewahrung übergeben werden. Und in einem letzten Schreiben teilt dann der Pfarrer dem Landrat mit, dass der Vorstand der Gemeinde zur Verabfolgung der Gemälde, Zitat, allerdings erbötig ist, jedoch nicht meint, dass solches unentgeltlich geschehen könnte. Zitat Ende. Das ist der 6. Dezember 1834 und ich weiß es nicht, vielleicht weiß es jemand von Ihnen, ob da Geld geflossen ist oder nicht, aber ich glaube eher nicht. Nee. Dann werden praktisch kurz vor Weihnachten und Anfang Januar 1835 werden dann die Gemälde persönlich abgeholt von Alexander von Heindorf, eine treibende Kraft im Westfälischen Kunstverein, der auch sonst als Bürger der Stadt wohltätig war und eine prägende Persönlichkeit war, wie gesagt, im Kunstverein. Ich zeige ein Gemälde, was wir bei uns im Landesmuseum haben. Das ist Alexander von Heindorf mit seinen Enkelkindern. Dann sind die Gemälde also jetzt tatsächlich in Münster angekommen. Und jetzt kommen wir eben wieder zurück auf den Stadtkeller. 1836 mietet eben der Westfälische Kunstverein diesen Stadtkeller an und ich habe leider keinen Pointer. Das ist da unten, wo Sie Clemensstraße sehen können, das gelb eingetragene Haus, das ist dieser Stadtkeller, der durchaus mit, glaube ich, großen Mühen und auch mit finanzieller Kraft für den Kunstverein als Ausstellungslokal sozusagen umgebaut worden ist. Und wir sehen hier nochmal einige andere Ansichten. Also es ist ein sehr schönes, ein prächtiges Renaissancehaus gewesen an der Clemensstraße. Und dann daraufhin hat mich auch Herr Detlefs nochmal aufmerksam gemacht, diese Seitenansicht, wo man jetzt eben die Räume sieht, die Ausstellungsräume mit den Oberlichtern. Und das ist eine wunderbare Südseite. Da freut sich jeder Restaurator, Restauratorin. Also die Bilder waren gerettet vom Regen, aber jetzt sind sie sozusagen in die Sonne gekommen. Ich will es jetzt nicht, also ist ja klar. Ich meine, man hatte ja auch gar keine anderen Möglichkeiten und insofern, das waren also die ersten Ausstellungsräume auch eben für diese Sammlung der altwestfälischen oder vaterländischen Tafelmalerei. Und es gibt dann auch noch eben diesen Grundriss dazu, habe ich auch freundlicherweise von Herrn Detlefs bekommen. Das hatten wir doch gerade schon. Ah ja, genau. Vielleicht hat der ein oder andere von Ihnen das auch schon mal gesehen. Das ist eine Zeichnung, die der Direktor oder Konservator des Wallraffianums, also des Vorgängers des heutigen Wallraf-Richarts-Museums, Johann Anton Rambou in Münster angefertigt hat. Bei seinen Reisen hat er also Reiseskizzen angefertigt. Er hält auch den Turm von St. Ludgeri fest und aufgrund einer baulichen Eigenheit kann man diese Zeichnung dann datieren in die Zeit 1856-58. Also es gibt keine Datierung von dieser Zeichnung. Es ist ja eigentlich mehr eine Skizze. Genau. Und Monsieur Rambou, hier ist er auch selber nochmal zu sehen, war also Konservator der Wallraffschen Sammlung in Köln und Begründer des dortigen ersten Museums. Ich habe dann gerade nochmal gelesen, dass es dort schon ein Museum auch 1834 gegeben hat, also auch praktisch in der Gründungszeit des Westfälischen Kunstvereins, aber den ersten eigenen Museumsbau hatte man dort dann wohl 1861. Und dann habe ich hier, das ist ein Zufallsfund, habe ich mit reingenommen, damit Sie mal sehen können, wie man sich diese Sammlungen vorstellen muss in der Zeit, wie man sich vorstellen muss, wie die Sammler mit ihren Werken umgegangen sind. Also das noch so als kleine Ergänzung einfach für diese Zeit. Moment. Weiter geht's. Ach ja, genau. Spannend ist natürlich jetzt diese Zeichnung von 56, 58 zu vergleichen mit dem Antependium. Ich sage immer Antependium. Sehen Sie es mir bitte nach, also mit der Altartafel. Und da fällt auf, er hat das beschriftet, Moment, das habe ich hier auch. Oben ist eine Beschriftung, ein Antependium in Tempera auf Goldgrund und Holz von Soest in dem städtischen Keller zu Münster.
Und das ist das einzige Gemälde, was er von dort gezeichnet hat. Also es scheint ihm wirklich aufgefallen zu sein. Das ist ja auch, verweist ja auch wieder auf die Besonderheit eigentlich dieses Kunstwerkes. Und wie gesagt, die Skizze ist sehr, sehr summarisch. Und er schreibt dann zu der Marienfigur, also links neben Christus, schreibt er, da erkennt er, dass es also Maria mit den sieben Gaben des Heiligen Geistes ist. Er deutet immer noch den Augustinus als Nikolaus und vor allem unterläuft ihm ein Fehler, und zwar bei den Medaillons. Also Sie sehen ja, dass praktisch der Rahmen dieses Tafelbildes diese kreisförmigen Eintiefungen hat. Und das Ganze ist asymmetrisch und es hat dem Herrn Rambou nicht gefallen. Und er hat deswegen unten auch, ich sage jetzt mal, ich habe es nicht nachgezählt, aber ungefähr so viel Kreise gemacht wie oben. Was dann 1981 in einem Aufsatz zum Soester Independium dazu geführt hat, dass man dachte, dass der untere Rahmenteil abgenommen worden wäre und ausgetauscht worden wäre. Man sieht ja überhaupt keine Farbe mehr an diesem unteren Rahmenstück. Und in Wirklichkeit ist es aber so, dass der Rahmen eben insgesamt 16 Medaillons aufweist. In den Ecken sind es vier große für die vier Propheten und die kleinen runden wahrscheinlich für die 12 Apostel. Und diese Beschädigung übrigens am unteren Rand, also dass unten die ganze Malschicht verloren ist, das hat man auch immer als Hinweis daraufhin gedeutet, dass es eben ein Antipendium war, was vor dem Altar auf dem Boden stand und dass die Füße des Zelebranten immer dagegen gestoßen sind. Aber wenn Sie gehört haben, was ich Ihnen gerade vorgelesen habe, in welchem Zustand und Wasser und Regen, dann kann man sich vorstellen, wenn es im Nassen gestanden hat, das hätte dann auch gereicht, um die Malerei zu zerstören. In der Zwischenzeit ereignen sich interessante Dinge in Soest, die jetzt nur indirekt eigentlich noch mit unserem WKV 1 bis 4 zu tun haben. Aber Sie werden gleich sehen, warum ich das noch anspreche, ist nämlich ganz, ganz interessant. Und zwar werden in der Wiesenkirche, die Sie hier nochmal sehen, in einem Verschlag wird ein einzigartiges Tafelbild entdeckt. Eine sogenannte goldene Tafel in dieser merkwürdigen Form. Ich gehe jetzt auch hierauf gar nicht näher ein. Es ist eine der frühesten Retabelformen, die wir überhaupt kennen. Und ich zeige Ihnen einmal im nächsten Bild, wie das Werk heute aussieht, ist bis heute in der Berliner Gemäldegalerie. Und darum geht es eigentlich auch. Also dieses Bild taucht auf, es wird ins frühe 13. Jahrhundert datiert. In dem Moment gibt es dort andere handelnde Personen, unter anderem Ferdinand von Quast, den preußischen Oberkonservator. Dazu kommt dann, dass in der Wiesenkirche auch noch dieses auch überaus bedeutende kostbare Altarbild mit einem Gnadenstuhl ist, auch aus dem 13. Jahrhundert. Und gut, also die Kunstgeschichte kommt heute wirklich zu kurz, aber das sind einfach in der Malerei herausragende Werke, die einfach nochmal zeigen, wie wichtig Soest in einer bestimmten Zeit war, eben als Kunststadt. Und dann gibt es noch etwas, und zwar dieses hier, ein Altarretabel aus der Wiesenkirche in Soest aus dem 14. Jahrhundert. Das ist ja ungefähr dreieinhalb Meter breit. Und diese Werke, also vor allem die beiden älteren, aber auch dieses hier, auch diese goldene Tafel sozusagen, wecken jetzt natürlich die Begehrlichkeiten an verschiedenen Stellen und vor allem natürlich wieder seitens des Berliner Museums. Ich möchte aber, bevor ich komme da gleich noch drauf zu sprechen, ich möchte aber eine Sache Ihnen noch zeigen. Wir hatten eine Reproduktion dieses Altarbildes in der Goldenen Prachtausstellung, hängt jetzt bei mir im Büro, also ich gucke jeden Tag drauf, was sehr schön ist, und aber auch ohne jeden Tag drauf zu gucken, kann man hier sehen im Vergleich, dass es ganz, ganz eng angelehnt ist an das Soester Antipendium, also praktisch an die ältere Altartafel aus der Walburgiskirche ist dieses hier angelehnt. Und also einfach von der Gestaltung her, Christus in der Mitte und Heilige links und rechts und auch die Medaillons im Rahmen sind also hier wieder aufgegriffen worden. Das bezeugt einfach nochmal den hohen Stellenwert, auch den dieses ältere Tafelbild in der Zeit in Soest gehabt hat, sodass man sich bei einem jüngeren Gemälde dann im 14. Jahrhundert eben nochmal drauf bezogen hat. Ja, und dann gibt es also in Berlin den intensiven Schriftentausch und der endet, also es geht darum, ob diese Gemälde nach Berlin kommen können oder nicht. Und letztlich führt es dann dazu, dass 1862 sechs Gemälde
von der Wiesenkirche nach Berlin reisen. Und zwar einmal die drei, die ich Ihnen gezeigt habe und noch drei andere, die ich Ihnen nicht zeige, weil es einfach auch zu viel wird. Das sind große spätmittelalterliche Altaraufsätze. Und der Deal, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, ist also der: Berlin darf die drei kostbaren Gemälde behalten und restauriert dafür die anderen drei, die spätmittelalterlich sind, die nicht so herausragend sind, aber die offensichtlich dem Zeitgeschmack besser gefallen haben, was auch nochmal interessant wäre, weiter zu verfolgen. Und wenn Sie in die Online-Datenbank der Berliner Gemäldegalerie gehen, dann finden Sie dort den Vermerk 1862, also bei diesen drei Werken, 1862 erworben als Gegenleistung für die Restaurierung dreier Altäre St. Maria zu Wiese, Soest. Also ich habe es auf der Folie zusammengefasst, die Gemälde aus der Walburgiskirche kommen nach Münster, die Gemälde aus der Wiesenkirche kommen nach Bonn, dann gibt es eben die Wiederherstellung und damit geht auch die Wiederherstellung der Soester Wiesenkirche einher und das ist auch nicht erstaunlich, dass auch hier der Friedrich Wilhelm IV. Persönlich zugange ist, weil die Wiesenkirche, die Türme sollen ja von der, oder ein Teil ist von der Kölner Dombauwerkstatt errichtet, erinnert auch an die Kölner Domtürme, die ja erst dann 1880 fertiggestellt werden, also auch hier so dieser patriotische Hintergedanke. Ja, und hier können Sie sehen, das ist ein Foto aus dem Kaiser-Friedrich-Museum, 1904 eröffnet, später Bode-Museum. Und ich glaube, ich hoffe, dass Sie sehen können, um worum es geht. Es geht um die Tafel, also diese goldene Tafel aus der Soester Wiesenkirche, die jetzt hier zu sehen ist. Genau. Ja, man kann vielleicht so ein kleines Fazit, was jetzt den Westfälischen Kunstverein angeht, ziehen, also die mittelalterlichen Tafelbilder aus der St. Walburgiskirche in Soest werden wirklich im wahrsten Sinne gerettet durch den Westfälischen Kunstverein gemäß seiner Satzung. Sie dienen womöglich, das wissen wir nicht, als Anschauungsmaterial für zeitgenössische Künstler nach dem Vorbild der Kunstgewerbemuseen und sie legen eben den Grundstein für einen Schwerpunkt auf der mittelalterlichen, vaterländischen, altwestfälischen Tafelmalerei für das zukünftige Museum. Wobei nochmal zu erwähnen ist, dass die eigentlich angesagte Malerei in der Zeit eben die italienische Renaissance-Malerei ist. Und dazu gibt es ja dann 1882 im WKV auch eine große Ausstellung mit Leihgaben aus Berlin wiederum. Ich bräuchte jetzt doch mal eine Zeitansage. Ist jemand so nett, mir zu sagen, wie viel Zeit ich noch habe? Ist schon 7 Uhr? Okay. Ah, Herr Detlefs, wie reizend. Ja, ich kann dann auch einen Schluss finden, vielleicht auch bevor meine Folien alle durch sind. Ich möchte aber dann gerne doch noch an diesen Herrn erinnern, den Sie sicher auch hier im WKV kennen und schätzen, Clemens Heeremann von Südwig, wenn ich es richtig ausspreche, Mitglied des Reichstags. Soldwijk. Okay, ich bin nicht so niederländisch oder sozialisiert. Vorsitzender des Westfälischen Kunstvereins, gestorben 1903. Der ist deswegen für unseren Zusammenhang so interessant, weil er die erste wissenschaftliche Veröffentlichung zum Soester Anthropennium geschrieben hat, 1882. Und da gibt es dann diese wunderschönen druckgrafischen Darstellungen zum Zustand des Anthropenniums in dieser Zeit. Und Sie sehen, das können Sie jetzt direkt vergleichen, also diese ganzen Lücken, die man hier noch sehen kann, dieser schlechte Zustand, das ist bei späteren Restaurierungen dann auch in einer besonderen strichelnden Technik geschlossen worden. Und interessanterweise, weil er auch das Ziel eigentlich verfolgt hatte, die Gemälde aus der Wiesenkirche nach Münster zu holen, hat er auch dieses Tafelbild hier abgebildet, also das, was dann nach Berlin gekommen ist, und zwar im nicht restaurierten Zustand. Also alles, was unten ist, fehlt, und später ist das dann, ich weiß dann nicht, wie hat man diese Szenen ergänzt. Und dann bin ich noch darauf gestoßen, dass das Retabel aus der Wiesenkirche, was ich Ihnen eben gezeigt habe, als Leihgabe hier war im Westfälischen Kunstverein, und zwar von 1880 bis 1904. Da wollte es Bode in Berlin zurückhaben, weil er nicht auf dieses gotische Tafelbild für seinen Unterricht verzichten wollte. Und damit 1904, 1905 sind wir jetzt an einem Punkt, wo wir jetzt zur Entstehung eben des Landesmuseums kommen, wo die Mittelaltersammlung auch in der Skulptur weiter wächst, zum Beispiel durch Albert Ludow, durch den ersten Provinzialkonservator in Westfalen. Jetzt muss ich mal gucken. Ich
also ich meine, ich könnte natürlich jetzt aufhören. Also ich könnte sagen, aber vielleicht kann ich auch die anderen Folien versuchen, ein bisschen schneller zu machen. Entschuldigen Sie bitte. Ja, Sie sitzen noch. Okay, alles klar. Gut, ja. Neubau des Landesmuseums 1908, brauche ich, glaube ich, nicht so viel dazu sagen. Erdgeschoss, Rundgang mit der Mittelaltersammlung. Da ist mir jetzt was Interessantes aufgefallen. Und zwar ist das der Raum der Romanik. Sie sehen das Bockhorster Triumphkreuz, was Sie eben schon gesehen hatten. Und das ist die eine Hälfte des Raums und die andere Hälfte des Raums ist so. Ich gehe jetzt aber, und jetzt gucken Sie mal hier, also jetzt muss ich der Vollständigkeit halber noch sagen, die Gemäldegalerie des Westfälischen Kunstvereins war im zweiten Obergeschoss ausgestellt und es gibt keine Fotos davon. Jedenfalls hat nie jemand irgendwelche davon gefunden, soweit ich weiß. Das würde mich dann zu der Vermutung führen, dass ja auch das Soester Antependium dort oben in der Gemäldegalerie ausgestellt ist. Aber wenn ich jetzt hier genau hingucke, da hinten, da ist es, genau. Ja. Und das ist mir noch nie aufgefallen, das muss ich Ihnen sagen. Also ich habe mir die Bilder auch schon öfter angeguckt. Und ich würde annehmen, dass das jetzt wirklich das Soester Antependium ist. Und jetzt gehe ich aber nochmal zurück, weil was man dort nämlich auch sieht, ist da hinten das andere, dass wie dieses aussieht. Und da habe ich mich dann gefragt, ob es eben eine Kopie ist, die man einfach hat machen lassen, damit man das dann doch auch noch in der Sammlung hatte, was man nicht bekommen hat, was nach Berlin gegangen ist. Also das ist so eine Frage, die jetzt einfach durch die Vorbereitung hier aufgeworfen wurde. Ja, dann sieht man die Oberlichtsäle, wo die Sammlung des WKV präsentiert war. Ich habe gelesen, von Anfang an viel zu eng, viel zu klein. Man musste die Abgusssammlung abgeben oder hat sie abgegeben an die Universität. Ja, und jetzt machen wir einen Riesensprung und das ist dann eigentlich auch der Schluss. Ich wollte Ihnen zeigen, wie diese Werke aus der Walburgiskirche, also zumindest zwei, nämlich die Tafeln von Konrad von Soest und das sogenannte Antependium, in späterer Zeit hier präsentiert worden sind. Also, hier sehen Sie die beiden Tafeln von Konrad von Soest in der Präsentation von 1970, reine Gemäldegalerie. Hier dann später das Foto, weiß ich nicht, wer das gemacht hat, ob ich das vielleicht sogar selber mal gemacht habe, das ist dann in unserem Neubau, habe ich jetzt in Anführungszeichen geschrieben, von 1970, da stehen Sie zusammen mit den Überwasserfiguren und noch anderen Werken der Skulptur. Im Hintergrund ist noch die Fürbittetafel aus Soest zu sehen. Und im Neubau jetzt in der Spitze, dann hier in der Mitte des Raums, auch wieder kombiniert mit Tafelmalerei und mit Skulptur. Und hier, Moment, ja genau, hier können Sie es noch mal besser sehen. Es gibt so einen Abstand, weil wir eben diese Geschichte mit dem Tabernakel annehmen, dass sich dort etwas befand. Und es ist jetzt eigentlich mehr ein Gag, dass man zwischen diesen beiden Tafeln hinten auch eine Maria sehen kann, nämlich die von der Überwasserkirche. Also da, wo mal ein wundertätiges Marienbild stand zwischen den beiden. Ja, und dann die Soester Altarbild. Romanikraum im Neubau von 1970, das ist eine Präsentation, habe ich gelesen und gefunden in den Fotos von 1994. Dann wurde der Raum dunkelblau gestrichen und 2006 hatte ich das Vergnügen, nachdem ich ein Jahr hier war, die Glasmalereisammlung des Freiherrn vom Stein hier zu verorten. Die sind in die Fenster eingebaut, also haben dann dieses natürliche Licht bekommen. Und das war auch sehr schön, die Glasmalereien tatsächlich mit der Tafelmalerei zusammen zu zeigen. Und dann, ja, die heutige Situation, die man vielleicht auch nicht unbedingt als so ganz geglückt bezeichnen kann. Also ich finde, man kann da ruhig auch kritisch drüber diskutieren. Also der Raum war schwierig und ich finde, man sieht es ihm an. Es gibt eben dieses Gehäuse, was so eine Art Altarraum sein soll mit dem Retabel, eben mit dem Soester Retabel. Und das ist jetzt nochmal näher rangezoomt. Dann gibt es aber gegenüber, und das ist eigentlich die Idee des Raums, so eine Art Altarvitrine, wo also verschiedene Dinge, Kreuz, Buch, alles was zum Gottesdienst, oder einige Dinge, die zum Gottesdienst notwendig sind, hier liegen. Und dabei ist auch wieder ein Werk des Westfälischen Kunstvereins. Die KDZ-Nummer kann ich Ihnen nicht auswendig sagen. Das ist dieses Blatt mit der Majestas Domini. Ich gehe noch mal eins weiter. Das ist jetzt der Versuch zumindest mal an dieser Stelle, eben durch den Vergleich von Buchmalerei und Tafelmalerei
Beziehungen herzustellen, ikonografischer Art auch zum Verständnis der Darstellung. Und wenn wir dann unsere Barbarossa-Ausstellung machen nächstes Jahr, werden wir zum Beispiel aber das Antependium auch mit den Helmershausener Buchmalereien vergleichen. Ja, und dann gibt es noch eine letzte Folie, das ist so die Wunschfolie, der ein Blick in die Zukunft, wenn sich die Mittelalter-Kuratorin noch etwas wünschen könnte, dann wäre es das, dass unsere Glasmalereien nicht alle in einem Raum sind, sondern dass die Soester-Glasmalereien des 13. Jahrhunderts da sind, wo auch die Tafelmalerei aus Soest des 12. Jahrhunderts ist. Das gehört nämlich eigentlich zusammen und ist nicht getrennt. Diesem Wunsch wurde damals, sage ich schon, also 2014, nicht entsprochen. Deswegen zeige ich es hier auf meiner letzten Folie und ich danke Ihnen für Ihr Durchhaltevermögen. Dankeschön. Applaus